Die ISS, also die International Space Station, ist eine internationale Raumstation, die im Weltraum die Erde umläuft. International bedeutet, dass viele Länder gemeinsam an der Station gearbeitet haben. Neben den USA und Russland haben auch Deutschland, Japan, Frankreich, Italien und noch 10 andere Länder sich an dem Projekt beteiligt. Sie ist der größte künstliche Satellit. Der Rumpf der Raumstation ist in etwa 51 Meter lang und die Solarmodule, das sind die großen rechteckigen Platten, sind insgesamt 73 Meter lang. Zusammengerechnet ist die Spannweite damit 109 Meter. Die ISS umkreist in ungefähr 400 Kilometer die Erde und benötigt für einen Umlauf 93 Minuten. Im Gegensatz zu anderen Satelliten leben auf der ISS seit dem Jahr 2000 dauerhaft Menschen. Man nennt diese Menschen auch Astronauten. Die Raumstation besteht aus mehreren Teilen, die man Module nennt, die seit 1998 zu ISS zusammengesetzt wurden. So wurde die Station immer größer. Die Module haben verschiedene Funktionen. Viele Module dienen der Forschung, andere zum Schlafen und wiederum andere zum Sport treiben. Forschung und Experimente im Weltall sind auch die Hauptaufgabe der ISS. An Bord der Raumstation gibt es keine Schwerkraft. Das bedeutet, dass nach einiger Zeit ohne Sport die Muskeln und Knochen der Astronauten schrumpfen. Deswegen müssen sie in der Zeit auf der Station sehr viel Sport treiben. Astronauten brauchen auch Schlaf. Um dabei nicht durch die Module zu schweben, müssen sie sich in eine Art Schlafsack schnallen, der an der Wand festgemacht ist. Nachts kann man die ISS sogar am Himmel mit bloßen Augen sehen. Sie sieht aus wie ein Stern, der sich sehr schnell bewegt. Ich hoffe, dieses Video hat dir geholfen, mehr über die ISS zu erfahren. Bis zum nächsten Mal!